Jan Sommer vom FC Basel. Unglaubliches Spiel am Schluss, in der Schlussphase, 1-1 gegen Molde. Eine Penalty gegeben in der Nachspielzeit. Sind Sie sicher gewesen, dass Sie den haben werden? Nein, das bin ich natürlich nicht gewesen, weil das ist mir ja nie. Aber ich bin froh, dass ich ihn heben und dass wir eine Runde weiter sind. Am Anfang, Molde hat sehr hoch gepresst, hat uns das selber schwer gemacht. Haben Sie das so erwartet gehabt? Ja, wir haben mit allem gerechnet. Wir haben einfach eine sehr schlechte Halbzeit gespielt, die erste. Und, ja, das müssen wir sicher noch mal anschauen, die Fehler, die wir gemacht haben. Aber die zweite Halbzeit war sehr gut und haben viele Chancen gehabt. Und das war wichtig. Viel Druck können aufsetzen. Und man sieht, Molde ist kaputt gewesen. Die sind müde gewesen, weil sie haben viel laufen in der zweiten Halbzeit, auch in der ersten schon. Ja, das war der Schlüssel gewesen. Und der Penalty am Schluss, das ist halt ein bisschen Pech und zum Glück nachher sehr viel Glück. Ihr habt neue Spieler, gerade auch in zentralen Positionen, zum Beispiel der Marcello Dias. Stimmt auch die Abstimmung noch nicht so ganz am Anfang der Saison? Nein, das ist kein Grund mehr. Wir spielen relativ gut zusammen. Man hat gesehen, in der zweiten Halbzeit, dass es sehr gut funktioniert. Und, ich habe ein sehr gutes Gefühl für die Zukunft. Und das mit den Abstimmungen, das ist irgendwann fertig. Die Saison läuft jetzt schon ein Zeitchen und ja, es kommt gut. Jetzt sind Sie sicher in einer von beiden Gruppenphasen. Ist das ein Thema vor dem Spiel? Ja, das Thema nicht gross. Es war einfach ein Ziel gewesen. Und das ist immer unser Ziel. Wir wollen unbedingt die Champions League. Und ja, zum Glück sind wir eine Runde weiter. Jetzt haben wir die Chance noch. Und, ich bin überzeugt, dass wir es werden machen. Okay, viel Erfolg, Messi. Okay.